eine Million Menschen auf dem Mars bis 2050. Ist das möglich? Wie und wo werden diese Menschen leben? Wir schauen uns heute einige der coolsten Ansätze für eine Besiedelung von Mond und Mars an. NASA, ESA und Co., aber auch der private Sektor machen sich jedenfalls bereits ernsthafte Gedanken dazu, wie wir auf anderen Himmelskörpern leben und arbeiten können. Solche Ideen beginnen bei Starship als Unterkunft, gehen über 3D-gedruckte Habitate bis hin zu gigantischen Städten, die in Klippen hineingebaut werden. Wie viel davon ist wirklich umsetzbar? Wie weit wollen wir gehen und wann könnte es soweit sein? Diesen und vielen anderen Fragen gehen wir heute auf den Grund. Und jetzt gleich Marschroniken abonnieren, das Video liken und los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Marschroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Wir haben mittlerweile eine Zeit erreicht, in der die Besiedelung von Mond und Mars in derart greifbarer Nähe gerückt ist, dass sich alle führenden Raumfahrtmächte, aber auch der private Sektor ernsthafte Gedanken dazu machen, wie das Leben auf einer anderen Welt aussehen könnte. Der neueste Rover der NASA, Perseverance, hat mit dem MOXIE-Labor vor Ort bewiesen, dass man Sauerstoff aus der Marsatmosphäre herstellen kann. Inzwischen arbeitet man bei der NASA und ESA daran, das MOXIE-Experiment in großem Rahmen vorzubereiten. Man ist sich so dermaßen sicher, dass alle notwendigen Elemente vorhanden sind, dass die meisten der Ideen, die ich dir vorstelle, Ressourcen verwenden, die dort vorhanden sind. Stichwort In-Situ Resource Utilization. Bevor ich dir meinen Favorit aus Europa zeige, schauen wir einmal über den großen Teich zum großen Bruder. Beim 3D Printed Habitat Challenge der NASA 2019 haben einige Teams echt machbare Ideen präsentiert. Bevor wir zum Gewinner kommen, möchte ich dir eines von 60 Designs zeigen, das es trotz einer echt coolen Idee nicht geschafft hat. Mars City Design baut das Habitat in Sanddünen. Innen sieht es aus wie in einem Wunderland. Ist natürlich nur eine Verwendungsmöglichkeit für den großen Raum. Wenn wir uns jetzt aber den Mitbewerb ansehen, dann wird schnell klar, warum Mars City Design rausgeflogen ist. Auch wenn manche Ideen noch nichts gewonnen haben oder finanziert sind, so sind die Ideen schon einmal geboren und da draußen für die Nachwelt. So wie das Habitat von Mars Incubator. Sie haben zwar nicht die Challenge gewonnen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die anders Fuß fassen könnten. Alles soll mit Hilfe von 3D-Druckern vor Ort aus den dort vorhandenen Rohstoffen hergestellt werden. Das modulare Design erlaubt beliebig viele Erweiterungen. Hier würde es sich noch anbieten, die Module mit zusätzlichem Sand zu überschütten. Es bietet 4 Leuten Platz, aber ich muss auch sagen, dass es ein wenig unbequem aussieht. Die nächste Idee hat nicht beim Wettbewerb mitgemacht, aber es schwirrt herum, dass man anfangs auch Starships als Unterkunft verwenden könnte. Sogar die Tanks ließen sich in Quartiere umfunktionieren. Dafür könnte man Starship entweder aufrecht stehen lassen oder hinlegen und eventuell mit Sand überschütten, um zusätzlichen Schutz vor Strahlung zu bieten. Auch wenn Starship geräumig ist, denke ich, dass das nicht unbedingt die nachhaltigste Lösung für Habitate sein kann. Kommen wir zum Sieger dieser Etappe. Search plus Episcore aus New York präsentieren ein unglaublich schönes semikonisches Habitat mit mehreren Stockwerken und gut durchdachter Logistik. Für den Sieg hat es aber nicht gereicht. Genauso wenig wie für Team Zophorus, die bis zur dritten Etappe gekommen sind. Beide gehen von einem gigantischen Lander aus, der alles herbeischafft, was man für den Bau benötigt. Inklusive Labor für die Analyse der Materialien und Robotern, die ausschwärmen, Rohstoffe schürfen und andere Aufgaben erledigen. Bei Zophorus befindet sich der 3D-Drucker im Landemodul. So kann der Lander eine geschützte Umgebung für den Baum bereitstellen. Nach der Fertigstellung fliegt das Modul zur nächsten Baustelle. Der Sieger der Challenge war nach einem nervenaufreibenden Wettbewerb Marsha von AI Space Factory. Obwohl nicht alles ganz so gelaufen ist wie geplant, haben sie abgeräumt. Die minimalistische Form ist nicht nur äußerst belastbar, sondern besticht auch durch einen ästhetischen Anblick. Im Gegensatz zu einer Kuppel kann man den Raum in einem konischen Körper effizienter aufteilen. Das große Dachfenster ist mit Wasser gefüllt, um Strahlen abzuhalten, aber Sonnenlicht durchzulassen. Natürlich ist auch die Außenmauer doppelwandig. Das schützt nicht nur vor Strahlung, sondern lässt sich auch für architektonische Kniffe nutzen. Zum Beispiel, um das eintreffende Sonnenlicht sanft bis ganz nach unten hindurchzulassen. Das erlaubt es auch ohne großen Aufwand, eine gute Luftzirkulation zu erreichen. Das Besondere an der AI Space Factory ist, dass sie ihr Habitat auch auf der Erde verkaufen können. Ihr Geschäftsmodell ist nicht nur auf den außerirdischen, sondern auch auf den irdischen Markt ausgerichtet.
Der Bausektor ist eine große Belastung für die Umwelt. Daher drucken sie ihr Terra-Öko-Habitat aus biologisch abbaubarem Biopolymer aus Mais. In 2 Wochen können sie so ein Haus drucken. Am Hudson River steht bereits ein solches Musterhaus. Ich muss echt sagen, dass es einladend aussieht. Was sagst du? Haben sie berechtigt oder zu Unrecht diesen Wettbewerb gewonnen? Schreib mir deine Gedanken in die Kommentare. Ich glaube, dass es hier bei der NASA weniger um das Design, sondern mehr um die 3D-Drucktechnologie gegangen ist. Denn das wird ein Schlüsselfaktor für viele Missionen werden. Auf dem Mars wird man natürlich das verwenden, was da ist, damit man keine schweren Baustoffe von der Erde mitnehmen muss. Viel Know-how für solche Projekte haben wir dank der Arbeit auf der ISS erlangt. Zum Beispiel werden die Fenster nach dem Vorbild der Cupola auf der ISS hergestellt. Nur ein wenig besser. Die Penn State übrigens hatte ein ähnliches Konzept wie die AI Space Factory, aber ihr Baumaterial kann fließend ins Transparente übergehen. Aber sie haben es auch nicht geschafft. Das war dann wohl zu viel des Guten, würde ich mal sagen. Vor einem Monat haben sie ein neues Design auf YouTube veröffentlicht. Lina heißt das Mondhabitat der AI Space Factory. Es zielt darauf ab, bei Artemis dabei zu sein. Denn wenn die NASA in den kommenden Jahrzehnten Crews permanent auf dem Mond stationiert haben will, brauchen sie multifunktionale Designs, in denen sich die Menschen wohlfühlen und gerne arbeiten. Im Gegensatz zu Marshall ist Lina modular und somit in den verschiedensten Konfigurationen erweiterbar. Jedes Modul hat 75 Quadratmeter und ist für Schutz vor Mikrometeoriten und Strahlung mit 2,7 Meter Mondregolith bedeckt. Alles natürlich mit 3D-Druckern gebaut. Wie es scheint, arbeiten sie schon eng mit der NASA zusammen, um erste auf der Erde gedruckte Prototypen zu testen. Ist die 3D-Drucktechnik erst einmal soweit, kann man alle möglichen Formen drucken. Vorerst müssen wir uns aber ganz genau überlegen, wie die ersten Habitate aussehen werden. Die Animationen von Hassel hast du vermutlich schon gesehen. Sie sind auch in der dritten und letzten Phase des NASA-Wettbewerbs ausgeschieden. Vom Prinzip her nutzen sie hier eine große Armee an Bots mit den Fähigkeiten, Rohstoffe zu finden, zu schürfen und dann mit Hilfe von Mikrowellen in die gewünschte Form zu bringen. Hier finde ich die Roboter schon beinahe interessanter als das Habitat selbst. Es gibt 4 Arten von Robotern. Ein Kundschafterroboter in Form einer Kugel, mit der simplen Aufgabe, die notwendigen Rohstoffe ausfindig zu machen, damit die 2. Art von Robotern mit dem Schürfen beginnen kann. Der Marsbagger der Zukunft sozusagen. Währenddessen taucht von Geisterhand ein Gerüst an der Baustelle auf. Ein 3. Roboter schüttet das Marsregolith auf den richtigen Stellen auf, bevor der Mikrowellenroboter alles festbacken kann. Diese Idee würde ich jetzt einfach mal in die Kategorie Hybridlösungen packen. Außen gedruckt, innen vorgefertigte aufblasbare Module, verbunden durch hexagonale Elemente mit Platz für Raumanzüge und Rover. Und jetzt gibt es gute und schlechte Nachrichten zu Hassel. Die schlechte ist, dass das Mars-Projekt irgendwie eingeschlafen zu sein scheint. Die gute Nachricht ist, dass die ESA Ende 2021 Hassel in die Entwicklung von modularen, rekonfigurierbaren Robotern eingebunden hat. In einem 2. Projekt soll Hassel der ESA dabei helfen, herauszufinden, was ein Mondhabitat braucht, wenn man mehr als nur eine kleine Skelett-Crew beherbergen will. Es geht darum, einen nachhaltigen Lebensraum zu erschaffen, der sich entwickeln und erweitern kann, sodass Menschen dort nicht nur überleben, sondern gedeihen können. Ich finde, das ist der Hammer, dass die ESA hier so weit vorausdenkt und anscheinend wirklich an einer eigenen Mond- und Marspräsenz arbeitet. Ich habe jetzt schon einige Initiativen gesehen, die von der ESA unterstützt werden. Wie zum Beispiel dieses Habitat. Numa Planet von dem österreichischen Architekten Thomas Herzig möchte ein riesiges Gewächshaus ins Zentrum des Erlebnisses stellen. Das Konzept ist genial. Hier sehen wir Thomas neben dem 1:16 Modell des Habitats. Der Hauptkörper ist ein Torus, also quasi ein Donut aus einer leichten, verstärkten Membran. Daran kann man nach Belieben erweitern. Das Ganze wird mit 4,5 Meter losem Mondregolith überdeckt, um Strahlung und Mikrometeoriten draußen zu halten. Im Zentrum ist ein großer Turm mit einem Spiegel, der rotieren kann. Dieser leitet das Sonnenlicht über einen anderen Spiegel darunter ins Gewächshaus und die anderen Module. Ein Gewächshaus produziert ausreichend Sauerstoff und Lebensmittel für 2 Personen und filtert sogar das Wasser, um ein mehr oder weniger geschlossenes System zu bilden. Das ist schon mal beachtlich. Das alles machen wir natürlich, um so wenig wie möglich direkten Beschuss mit kosmischer Strahlung abzubekommen. Tag und Nacht kann man einfach mit der Rotation des Spiegels simulieren. Jetzt müssen wir noch die Frage der Energieversorgung klären. So ein Modul braucht nur sehr wenig Energie. Also reichen ganz wenige Solarzellen und nicht allzu aufwendige Akkus. Für alles andere hat man die Sonne direkt. Man braucht keine enormen Mengen an Strom durch Solarzellen zu erzeugen, um die Pflanzen dann mit künstlicher Beleuchtung großzuziehen, wenn man die Sonne direkt nutzen kann. Dieses Konzept könnte auch für manche Gegenden auf der Erde Sinn ergeben. In Wüsten oder an besonders kalten Orten könnte man so Gewächshäuser aufstellen und kultivieren. Ich kann dir echt empfehlen, dir das Video von Thomas Herzig dazu anzusehen.
Lass ihm einen Kommentar da und sag ihm liebe Grüße von Sirwan. Link in der Videobeschreibung unten. Jetzt wird es richtig spannend. Das französische Startup Spartan Space entwickelt mit Hilfe der ESA smarte Habitate für den Weltraum und für Unterwasser. Ihr Ziel ist es, Zwischenstationen, also quasi sekundäre Habitate, zur Verfügung zu stellen. Ein wiederverwendbarer Lander mit einem aufblasbaren Habitat landet an jedem beliebigen Ort, um Expeditionen zu verlängern. Also eine Art Tankstelle, die man sich an fast jeden beliebigen Ort herbeiwünschen kann. Ein sogenanntes Eurohab kann 2 Menschen 2 Wochen lang versorgen. Danach braucht man Nachschub. Aber auch wenn keine Crew da ist, kann das Habitat selbstständig und ferngesteuert als Wissenschaftsstation genutzt werden. Das Ziel ist es, in den 2030ern bereit zu sein. Aber nicht nur die ESA, sondern auch die CNES, die französische Raumfahrt Agentur, stehen hinter Spartan Space. Und jetzt halt dich fest. Air Liquide entwickelt für Spartan Space einen Wasserstoffakku, der gleichzeitig Sauerstoff erzeugt. Wenn die Akkus über die Solarzellen aufgeladen werden, dann wird Wasser mit Hilfe von Elektrolyse in Wasserstoff H2 und Sauerstoff O2 aufgespalten. Der Wasserstoff betreibt dann eine Brennstoffzelle, die daraus wiederum Wasser und Energie erzeugt. Das klingt schon fast nach einem Perpetuum mobile. Einer meiner absoluten Favoriten ist Icon 3D Tech mit ihrer Mars Base Alpha. Icon ist anscheinend bekannt im Baugeschäft. Ihr 3D-Drucker ist dazu in der Lage, sowohl hier auf der Erde als auch auf dem Mars riesige Häuser zu bauen. 2021 haben sie in NASAs Johnson Space Center ein 160 Quadratmeter großes Musterhaus gedruckt. Dieses Ding kann riesige Häuser in 2 Wochen drucken. Selbst wenn die Mondbesiedelung nichts wird, hat dieses Unternehmen, glaube ich, gute Karten für die Zukunft. Es ist irgendwie an mir vorbeigegangen, dass wir den 3D-Druck derart perfektioniert haben. Genial! Bevor wir zum absoluten Highlight der heutigen Sendung kommen, möchte ich dir noch diese Animationen auf der YouTube-Seite der ESA zeigen. Das ist echt nur eine Animation, aber es dient dazu, die Ziele etwas zu visualisieren. Es scheint, als wolle man in großer Zahl auf den Mond und wirklich bleiben. Diese Habitate erinnern ein wenig an alle Kandidaten, die wir uns heute angesehen haben. Richtig epische Bilder. Dazu muss man nur das richtige schwere Gerät, Werkzeug, die richtigen 3D-Drucker, Solarzellen und einige vorgefertigte Module hochschießen. Ich glaube, dass so ein Außenposten der Menschheit sehr schnell unabhängig von der Erde werden kann, wenn man es richtig angeht. Exploration Architecture und Astroport Space Technologies entwickeln eine Reihe von Robotern, die flexibel eingesetzt werden können, um Infrastruktur auf anderen Himmelskörpern zu bauen. In ihrer neuesten Präsentation zeigen sie, wie sie das reguliert ernten und vor Ort mit einem Roboter gleich in Ziegelform backen, um ein Landepad für Starship zu bauen. Und dann noch ein schöner Schutzwall drumherum, damit nicht so viel Staub herumfliegt, und schon sieht es nach Sci-Fi aus. Aber jetzt wird alles, was wir gesehen und gehört haben, in den Schatten gestellt, denn die nächste Idee von der internationalen Design- und Baugruppe Sonet Abibu will ganze Städte, die Millionen Menschen beherbergen können, in Klippen hineinbauen. Das klingt einfach wahnsinnig. Die Gruppe hat einiges an Erfahrung mit dem Bau von Bunkeranlagen. Vielleicht daher auch die Idee, sich einfach in einem Berg bzw. in einen Hang einzubunkern. Der Grund dafür ist der Schutz vor Strahlung und Mikrometeoriten. Das Projekt nennen sie NUA. Dafür wollen sie mehrere Tunnel mit einem Durchmesser von 10 Meter und einer Länge von bis zu 250 Meter in die Südwand der Tempe Mensa bohren. Im Berg kann man die verschiedenen Module miteinander verbinden. Bevor wir einen genaueren Blick auf diese Mega-Mars-Metropole werfen, möchte ich dir die brandneue Mars-Chroniken-Merch-Kollektion mit über 30 neuen aufregenden Designs vorstellen. Schau mal rein und gönn dir etwas von der Ad Astra-Kollektion. Link in der Videobeschreibung. Wie genau sie diese gigantischen Tunnel bohren wollen, habe ich nicht herausfinden können. Aber ich habe da eine Vermutung. Ich glaube, eines der ersten Dinge, die Elon mit Starship auf den Mars schicken wird, ist eine Tunnelbohrmaschine von der Boring Company. Und wenn du mich fragst, spekulieren die hier genau darauf. Man kann von der Idee halten, was man will, aber an Ambition fehlt es ihr nicht. Sie wollen immer etwa ein Dutzend solcher Schächte als einen Block bauen. So ein Block kann etwa 4440 Menschen beherbergen. Das ergibt laut ihren Berechnungen 1690 Kubikmeter Platz pro Person. Die einzelnen Schächte können verschiedensten Zwecken dienen. Forschen, Landwirtschaft und Lebensmittelherstellung, Wohnen, Freizeit oder was auch immer du machen möchtest. Ein großer Vorteil ist, dass man so viele Menschen mit einem relativ kleinen Fußabdruck unterbringen kann. Klassische Siedlungen können schnell weitläufig werden. Ihr Plan ist es, die Menschen damit zu locken, dass sie für ein Ticket zum Mars einfach eine Zeit lang für Sonet Abibu arbeiten können. Klingt schwer dystopisch irgendwie. In der Präsentation sagen sie, dass in den ersten 10 Jahren wahrscheinlich nur Arbeiter vor Ort sein werden. Ich kann mir diese 10 Jahre nicht so entspannt vorstellen. Danach soll die Kolonie semi-autonom und in weiterer Folge auch unabhängig von der Erde werden.
sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Du kannst einfach eine Portion deines Lebens für ein Ticket zum Mars verkaufen. Manche machen das für einen Neuwagen, also wird es sicher Leute geben, die das für ein Mars-Ticket bereit sind zu machen. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Solange alles mit rechten Dingen zugeht, gut. Aber das klingt alles auch ein wenig gefährlich, wenn es in die falsche Richtung abdriftet. Verbindungstunnel führen in die Ebene. Hier sollen die Tunnel 20 oder 30 Meter breit sein, um größere öffentliche Parks für die Kolonisten einzurichten. Hier wäre auch der Platz für Krankenhäuser, Unis oder vielleicht ein Museum, wo man sich Dinge von der Erde ansehen kann. Die Frage der Energieversorgung gehen sie etwas diversifizierter an. Natürlich Solarzellen und Akkus, aber auch Konzentratoren und in weiterer Entfernung ein Atomkraftwerk. AKW finde ich nicht geil. Diesen Fehler können wir auf dem Mars verhindern. Jedenfalls reden sie von 1 Million Menschen bis 2100. Elons Zeitplan sieht diese Anzahl an Menschen schon im Jahr 2050 auf dem Mars. Selbsterhaltend, versteht sich. Was glaubst du, wann werden 1 Million Menschen auf dem Mars leben? Und die fast wichtigere Frage, wann werden diese Menschen unabhängig von der Erde sein? Schreib es mir in die Kommentare. Und hau gerne auf Daumen hoch und abonniere gleich Mars-Chroniken, damit du keine weitere Ausgabe mehr verpasst. Und wenn auch du zum unglaublich coolen Supporter-Team von Mars-Chroniken gehören willst, findest du alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.